Deutschland hat viele Schienen und viele Züge. Aber es gibt da ein ganz entscheidendes Problem. Es gibt derzeit nicht genug Lokführer. Also ein Lokführerberuf ist schon seit vielen Jahren in den Top 10 der Mangelberufe. Um den Mangel zu bekämpfen, hat die Mannheimer Eisenbahnverkehrsgesellschaft Firas Kortbene zum Lokführer umgeschult. Der Tunesier war 2013 als Student nach Deutschland gekommen. Dann sattelte er auf Lokführer um. Ich fahre Güterzüge, Baureihe 193, Vectron, also Siemens Vectron. Das ist wirklich ein schöner Zug. Die habe ich durch meine ganze Ausbildung gehabt. Bei der MEV startete die Ausbildung mit einer 10-monatigen Einstiegsqualifizierung. Zu kurz, wie uns das Regierungspräsidium Karlsruhe schreibt. Eine Ausbildungsduldung kann nicht für Einstiegsqualifizierungen erteilt werden, sondern nur für qualifizierte Berufsausbildungen. Also sagte Kortbene zu, im Anschluss noch eine 2-jährige IHK-Ausbildung anzuschließen. Doch dann das. Die Einstiegsqualifizierung soll eigentlich Grundlagen schaffen, um dann in die Ausbildung zu starten. Wir haben aber gemerkt, dass Herr Kortbene da pfiffig ist und er hat überall sehr gute Leistungen gezeigt. Nicht nur gute, sondern sehr gute Leistungen. Kortbene schaffte in 10 Monaten das, wofür eigentlich 3 Jahre vorgesehen sind. Er erhält den Triebfahrzeugführerschein. Der berechtigt dazu, selbstständig als Lokführer auf dem deutschen Netz tätig zu sein. Ich habe zuerst also die Umschulung am 31. August 2020 bestanden. 1. September bin ich ja zur Firma gegangen. Die haben mir einen Vertrag also vorgestellt. Das war ein super Vertrag. Das war ein Traum für mich. Ja, ein Traum. Doch halt! Für die harte Behördenrealität geht das alles viel zu schnell mit diesem unbefristeten Vertrag. Eine Arbeitserlaubnis gibt es erst nach einer mindestens 2-jährigen Berufsausbildung. Kortbene könnte allenfalls eine weitere Duldung erhalten, schreibt uns das Regierungspräsidium. Im Rahmen dieser Duldung hätte Herr Kortbene einer Beschäftigung nachgehen dürfen. Allerdings wären aufenthaltsbeendende Maßnahmen wieder möglich gewesen. Nur wenn er sich weiter ausbilden lässt, darf er auf jeden Fall bleiben. Deshalb lernt er jetzt, was er schon kann. Obwohl ich in real life, sagt man so, also Zug fahren kann, ich muss noch mal einen Simulator. Firas Kortbene, seit einem Jahr stolzer Inhaber eines Triebfahrzeugführerscheins und ausgebildeter Lokführer, wird die nächsten 1,5 Jahre weiter üben, wie das so ist, eine echte Lok zu fahren. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.